Herzlich willkommen, Risikomanagement ISO 9001. Nutzen, Sie arbeiten gerne, gut und effizient. Sie mögen keine schlechte Qualität. Sie sind prozess- und kundenorientiert. Da kann ich nur sagen, alles prima. Doch wie im Berufsleben, man lobt und dann kommt vielleicht noch was. Was hier kommt, ist tolle Einstellung. Aber denken Sie auch an Risiken und Chancen, erkennt Risiken und man setzt Maßnahmen drauf. Oder warten Sie darauf, dass da irgendeine Unterstützung kommt oder ein anderer das für Sie macht. Also heute ein starker Fokus, Maßnahmen zu entwickeln, Maßnahmen zu erkennen, die passen, damit man für sich selbst und für sein Unternehmen passende Initiativen, kleine Veränderungen Richtung Risikomanagement aufsetzen kann. Ansprechen ist meist der Anfang, um einfach zu zeigen, da ist es noch nicht gut und dort haben wir ein Risiko, da haben wir vielleicht eine Chance. Ziel sein, ja Ziel, gute Qualität. Und gute Qualität muss man wollen, dass da ein Wille dahinter steckt, dass da auch die Kultur eines Unternehmens danach ausgerichtet ist und man muss es können. Heute bedeutet Qualität können, Risikolücken erkennen und Risikolücken schließen. Von alles prima, oben blau zu Maßnahmen. Wir werden gleich nochmal den Nutzen des Webinars detailliert darstellen. Dann steigen wir ein zu den Bausteinen, die wir benötigen als Fundament, als Säulen, um da ein gelebtes Risikomanagement draufzusetzen. Risikomanagement, eine kritische Reflexion. Eine Reflexion zu lernen, dass man sagt, ich sehe hier einen Prozess, ich sehe eine Arbeitsfolge, ich sehe was geplant ist. Riecht das, schmeckt das nach Risiko oder nicht? Das heißt, ein Gefühl entwickeln, ein Instinkt entwickeln über die Auswirkungen auf die eigene Arbeit, eigene Arbeitsergebnisse, auf die Qualität der eigenen Arbeitsergebnisse. Nutzen ist etwas, wo Sie sagen, es hat mir Impulse gebracht, es hat Anregungen gebracht. Ja, ich habe da durch dieses Seminar eine Möglichkeit gehabt, etwas weiter über den Tellerrand zu blicken. Vielleicht auch in der Richtung zu sagen, das war mir gar nicht so klar oder so bewusst. Und schon haben wir den grünen Haken erreicht. Das Ganze basierend auf einer guten Strategie, eine Umsetzungstaktik, eine Roadmap machen, aber dann muss auch Umsetzung erfolgen. Umsetzung eben Risiken proaktiv zu managen, zu erkennen, umzusetzen und die Wirksamkeit festzustellen. Wir sind jetzt allerdings aus dem systemischen Blick unterwegs. Also, wir schauen uns jetzt nicht zwei, drei konkrete Fälle an, da ist was, eine Reklamation oder sonst was, da hatten wir ein Risiko, ist das behoben, sondern wir schauen von oben auf das System. Ist der Ansatz des Risikomanagements in Ihrer Firma richtig passend für Ihr Produkt, für Ihre Dienstleistung, für Ihre Kundschaft, für die Branche, in die Sie liefern, aber auch Risikomanagement im Kontext, haben Sie einen Standort, sind Sie dezentral aufgestellt, haben Sie eine zentrale, sehr viele unterschiedliche Standorte, vielleicht sogar Standorte über Landesgrenzen hinweg. Und ganz spannend wird es mit einem einheitlichen Risikomanagement, wenn eine Vielzahl von eigenständigen Tochterunternehmen miteinander im Fertigungsverbund stehen. Wir wollen einen ganzheitlichen Ansatz innerhalb unseres Denkens zum Risikomanagement. Ganzheitlicher Ansatz bedeutet, man fängt ganz, ganz früh an. Kunde ruft an, könnten Sie, ich nehme mal ein Beispiel, uns eine Anlage entwickeln. Jetzt mal nicht Serienprodukt, sondern eine spezifische Anlage, klassisch, typisch Maschinen- und Anlagenbau. Und da geht das von dieser Phase bis an, ja eigentlich Ende der Laufzeit der Anlage, Betriebszeit oder manche Firmenchefs sagen einfach Ende der Gewährleistungszeit. Das sind jetzt alles Themen, die ich gerne aus Leidenschaft mache. Lücken erkennen, Lücken aufdecken, praktische Maßnahmen ableiten
um hier einfach zu sagen, ja, hier sehen wir was, hurra, sind wir stolz drauf, aber wie erhalten wir da eine Lösung? Das kann ganz klein, jetzt mache ich doch mal ein operatives Beispiel, eine Poka-Yoke-Lösung sein, operativ im Shopfloor, gibt es auch ein Webinar von mir, oder eben, dass wir wirklich systematische Probleme sehen, wo immer, jetzt mal ein Beispiel, immer vom Vertrieb, Kunde sagt, wir wollen so und so die Anlage, dann geht das in Entwicklung, Projektmanagement und da haben wir immer einen Verlust. Daher gibt es immer eine Diskussionsschleife, dann im Nachhinein, wie konnte es passieren, dass da die und die Kundenanforderung uns durchgerutscht ist oder wir missverstanden haben. Also, wir sind mehr auf der strategischen Ebene und da muss man einfach gucken, sehr kritische Analyse der bestehenden Prozesse, um spezifisch für Ihr Unternehmen dann die Schwachstellen zu finden. Wo passiert öfters ein Vorfall? Und da haben wir ja dieses Eisbergmodell. Die Spitze, die Vorfälle, die da aus dem Wasser ragen, sind nur ein kleiner Anteil, was da alles als Risikopotenzial noch schlummert unterhalb der Wasserlinie. Also, Ansatz ist Risiko minimieren, aber auch ISO 9001 Chancen zu nutzen. Wir haben ja immer mehrere Aspekte. Wir haben ja den Aspekt, okay, wir erkennen Risiko, tun die Risikowahrscheinlichkeit, Eintrittswahrscheinlichkeit reduzieren oder ganz abstellen. Damit haben wir vielleicht kein Risiko eines Ausfalls, kein Risiko auf ein Qualitätsproblem. Ich denke, ich konnte schon den Nutzen zu Risikomanagement darstellen, dass da jeder seinen Beitrag leisten kann und sollte und nicht einfach sagt, nein, Risiko habe ich nicht, ist nicht mein Thema, das macht vielleicht die Qualität, aber ich bin davon erstmal befreit. Nein, so ist es nicht. Jeder kann hier innerhalb seines Prozesses, aber auch bei einer offenen Kultur der Kommunikation, bei einem super Betriebsklima mithelfen, Prozessrisiken in den Abläufen, bei den Tätigkeiten zu erkennen, ganz frühzeitig, um hier einen Hinweis zu geben, damit Sachen frühzeitig präventiv behoben werden können. Bausteine sind Elemente, die wir brauchen, an der Basis mal Säulen oder als stabiles Sockelelement, um da ein Risikomanagement draufzusetzen. Und dann sprechen wir erst über Verbesserungen, die jedes Unternehmen erzielen kann und auch sollte. Einfach, es steckt ein Riesenpotenzial auch an möglichen Einsparungen da sind, an Reduzierung von Kundenärger und eine Steigerung der Motivation der Mitarbeiter. Bei einem gelebten Risikomanagement ist es wichtig, dass jede, besonders jede Führungskraft, jeder Manager versteht, welche grundlegenden Prinzipien hier eigentlich unten liegen, innerhalb sei wachsam, identifiziere aktiv deine Probleme bis hin, bewerte deine Probleme, Risiken, wie machst du Maßnahmen daraus, wie sind unsere Methoden in der Firma, unsere Werkzeuge, erkennen wir Risiken zufällig oder haben wir hier eine gewisse Systematik, um eben potenzielle Lücken und Verbesserungsmöglichkeiten aufzudecken, zu erkennen? Und haben wir auch da irgendeine Struktur, ein Werkzeug, eine Methode oder Methoden, um zu sagen, ja, da könnte was passieren. Wie bewerten wir das? Wichtig ist, dies als Kultur zu leben, nicht zu sagen, da schweigen wir lieber, dass die Nachbarabteilung, die werden schon merken, wenn es knallt. Nein, eine proaktive Risikokultur aufbauen, etablieren. Nur so kommt man auch gemeinsam weiter und kann eine nachhaltige Qualität erzielen. Hierzu empfehle ich zu stellen Aufgaben, Verantwortlichkeiten. Ja, weil
Nicht immer braucht man ein Notfallteam. Man kann auch wirklich sagen, wenn man wirklich zentral unterwegs ist als Unternehmen, man kann dem Qualitätsmanager, dem Qualitätsleiter, dem Qualitätssicherungsleiter gewisse Befugnisse geben, auch Verantwortlichkeiten. Ich sage Dankeschön und bis bald.